Der Ziegenmann ist bereit. Nenn mich nicht Ziegenmann. Ich bin der Ziegenmann. Nenn dich nicht Ziegenmann. Warum nicht? Weiß ich nicht. Ich hab ne Ziege auf dem Kopf. Bist ein Döner. Ich wollte auch gerade sagen. Ich hab ne Ziege auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Bist du nicht der Sohn vom Ziegenficker? Nee. Ah. Auf, es ist gerade politisch relevant. Sonst kriegst du nachher auch noch eine Klage an, halt. Wie der Böhmermann. Oh. Dönermann. Döner. Was? Ich hab ne Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Böhmermann. Oh, und damit würde ich sagen, herzlich willkommen zu Payday 2. Mit geht's los, oder? Nee, kannst ruhig noch warten. Das dauert noch länger. Diesmal mit Fridjof, wie immer. Und auch mit Thomas. Und dann wollen wir doch mal starten. Muss ich jetzt Hallo sagen? Nö. Nö. Musst du nicht. Will eh keiner wissen, ne? Nee. Ich hab das gerade so richtig schon durchgeprostet. Also. Wollen wir jetzt noch irgendwas anderes hier an Einstellung vornehmen? Ich habe jetzt meine Minen dabei. Wir haben zweimal Munition und einmal Leben. Wenn ihr auch gucken wollt, ich habe eine Taktik gemalt. Was hast du? Ja, hab ich schon gesehen. Das sieht toll aus. Wo ist denn der Anfang? Alles klar, oder? Eine Taktik? Wo? Achso, ich habe doch gesehen. Links oben ist der Anfang. Ja, habe ich gesehen. Wieso, und wieso in der Mitte habe ich damit gerechnet, einen Penis zu sehen und jetzt sehe ich etwas ganz anderes? Was? Normalerweise, wenn sowas kommt, dann malen Leute immer so einen fetten Penis irgendwo hin. Nein. Ja, das ist halt eine ausgewählte Taktik. Das ist viel zu durchschaubar, die Taktik. Ich wollte gerade sagen. Thomas kennt Taktik. Das hat ja einen Anfang und Ende und das gerade. Ja, alles nicht. Klar. Nein. Und wir sind bereit. Ah, oh, da bin ich ja mal gespannt. Übertod. Übertod. Ach, also wir sind ungefragt irgendwo reingegangen. Zugang, wir verkacken. Nein, wir gewinnen. Thomas, wir gewinnen. Thomas, wir können nur gewinnen. Ich habe einen Hirtenstab. Guck ihn mal an. Oh, bei mir leckt's. Bei dir leckt's? Ha, ha. Was war da denn los? Tja, es ist Thomas. So, nein! Oh, Scharfschütze. Hätte ich gewusst, dass die Map so groß ist, hätte ich mir nicht meine Schrotflinte und meinen Flammenwerfer mitgenommen. Du brauchst auch so eine Scharfschützen-Schrotflinte. Ja, ich glaube auch. Ach, wir kommen bestimmt noch in Close Quarters, hätte ich fast gesagt. Close Quarters! Mir fällt das deutsche Wort nicht ein. Kann das sein? Kann sein. Enge Gefilde. Oh, enge Gefilde. Ich sag enge Gefilde, oh. Ich sag nix. Ich enthalte mich. Ey! Danke. Der Mann, der von goldenen Lümmeln redet. Goddammit! Was? So. Was müssen wir eigentlich machen? Ich hab keine Ahnung. Die markierten Kisten finden. Brauchen wir dafür nicht Brecheisen? Haben wir Brechstangen? Ich hab eine markierte Kiste gefunden. Was? Hast du drauf gepinkelt? Ja. Und da wurde plötzlich rot blinkend. Ah, stimmt, hier blinkt auch was rot. Ja, wie schauen die denn aus? Achso. Ich hab so eine Karte und einen Bunsenbrenner. Ah, ich hab Branching Chargers. Ah, okay. Ja, irgendwas schießt mich an. Alter, wie die schreien. Was ist denn los mit denen? Flash. Ja, die schreien immer so rum, wenn die einen Pfeil ins Gesicht kriegen. Moment, warum ist dieser Typ gerade in Flammen aufgegangen? Nicht, weil Julian neben mir war, garantiert. Wenn etwas Thomas mit Flammen fallen. Ach so, ich wollte gerade sagen. Nee, gar nicht. Das wäre aber was. Oh, Taser. Hilfe. Flashbang ist viel schlimmer als Taser. Oh, ja. Ich erinnere mich nicht. Taserfilm. Ich platziere hier schon mal. Wir brauchen hier noch eine weitere. Thomas hat die, glaube ich, oder? E-Card? Thomas hat irgendwas, ja. Hier steckt ein Pfeil drin. Thomas war also schon mal hier. Was sind das hier? Ach nee, ach so. Ich muss auf beiden. Ah, okay. Das habe ich nicht gesehen. Und jetzt? La. Eine muss da noch abgelegt werden. Ja, bin Thomas dabei, hat das. Thomas dabei. Hat das. Oder? Bin dabei. Ja, ich mach mal oben. Super. Phoenix. Mach ihn! 45 Sekunden. Alles klar.
Oh, oh, Splinter Cell. Oh, 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 oh. Splinter Cell. Ist schon weg. Thomas mit seinem Bogen sieht sehr gut aus. Wo ist der? 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 Ich werde gebritzelt. Wo ist der? Der stand direkt hinter uns. Ich konnte ihn nicht sehen. Ich habe mich in alle Richtungen gedreht. Ich ein paar Leichen laufen, meine Pfeile einsammeln. Echt? Die kannst du einsammeln? Ja, Pfeile können wir einsammeln. Sehr gut. Oh, 10 Sekunden. Ja. Wir sollten, glaube ich, nicht an der Tür stehen, oder? Ja, ich glaube. Hier ist ein Fetti. Fetti? Marco, dein Einsatz? Ich krieg einen Pfeil ins Gesicht. Danke, Marco. Kein Problem. Große Tür, kleine Explosion. Ey. Oh, ein Geschütz. Alter. Oh Gott. Wir sollten es vielleicht zuerst kaputt machen. Aha! Verdammt! Kann sich ganz rausdrehen. Rechnet ihr mit sowas? Seh nichts mehr! Wo bin ich? Verdammt! Wo ist ich? Ich glaube, Frithjof wird sterben. Wieso schießt es nur auf Frithjof? Okay, jetzt schießt es auf mich. hinter uns ist es. Oh, okay. Ich habe keine Muni mehr. Ich auch nicht, warte. Warte. Nicht hier, oder? Doch, ich hab zwei davon. Na ich gut. Ich hab auch nichts mehr. Geh schon mal ein Stück weiter gleich. Kommt hier rein, hier ist gleich ein Auto. Hol aber erstmal okay, Thomas. Thomas liegt da hinten, warte. Ja, ich hol ihn sonst. Alter. Nee, ich hol ihn. Kann mich auch selber holen. Echt? Nee, ich hol dich. Boah, ich seh, Alter, das ist gar nichts mit der Flash, ne? So, komm schnell rüber hier. Alter! Oh, scheiße. Ich liege gleich. Alter! Hat irgendwer von uns sowas wie Medikits dabei? Ja. Marco. Ich hab auch zwei Stück. Nee, der Thomas hat was. Wieso hast du keine Medikits? Was hast denn du dabei? Ich hab Muni dabei. Muni? Ja. Du? Ich wollte mal eine andere Skillung ausprobieren. Wollen wir eine andere Skillung und jetzt verkacken? Nee, ich habe aber auch noch zwei Medipacks gekauft. Die müssen ja erstmal irgendwo verteilt sein. Am Ende. Guck mal, da hinten, da hinten am Arsch der Welt. Bis dahin reichen die von Thomas. Thomas kann hier jetzt mal eben ein bisschen Feuer setzen. Ja. Feuer unterm Arsch! Ja, Feuer. Ja. Siehst du? Oh, cool. Das Feuer kommt aus meiner Hose. Ich weiß nicht, ob du meinen Laser siehst, aber ich kann ihn dir durch die Hose stecken. Kommt das Feuer aus... Was? 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 Nee, ich hab nichts gesagt. Sollte vielleicht mal aufpassen, wenn irgendwas passiert. Das Feuer kam aus Thomas' Hose. Und zwar nicht wenig. Oh scheiße, über uns laufe ich. Schlüsselkarte fehlt? Die hat auch Thomas. Stimmt, warum hat Thomas das alles? Weil Thomas mir das vorhin weggeschnappt hat. Der war gierig. Wie immer. Ja, ich lese mir gleich durch, was da steht. Irgendeine F. Kennt ihr doch schon. Bravo. Now, second step. Find the local security station. Cut through and approve the opening sequence. Müssen wir auf die andere Seite? Ja. Ach, müssen wir auf beiden Seiten durch, oder was? Ja. Ah, so, das Geschütz ist das deaktiviert, ja, ne? Nee, das Geschütz nicht. Nein. Aber jetzt wird's reingefahren. Wird gerade reingefahren, Tatsache. Denken Sie, wir machen mal Feierabend, fahr das Geschütz. Oh, es kommt wieder raus. Oh, und da ist ein Pfeil drin. Fuck, wir brauchen eine Blowtorch. Hab ich. Scheiße. Ah, nee. Thomas, du musst da hin. Ich spring davor. Oh, ich muss viermal schneiden. Ja, warte, ich spring davor. Ach, bringt nicht mal was. Aber es tut mir weh. Dammit! Hier! Ah ja, ich hol dich. Alles gut. Oh, wie ein Dicker! Dicker, Marco! Oh ja. Was ist da drin? Okay. Boah, scheiße. Alles gut. Ich mach auch Marco. In der Minigun drinstecken, ey. Voll übertrieben.
Ich glaube, wir müssen wieder runter, oder? Ah, jetzt müssen wir runter. Ja, die Tür ist offen. Einfach durchrennen, einfach durchrennen. Oh, Alter. Ich sehe nichts. Ah! Ah! Boah. Gefühlte 3 FPS. Oh, scheiße, ich bin tot. Leute, so gestorben. Echt, Thomas ist raus. Scheiße. Scheiße. Hatte man sonst nicht immer so einen grauen Bildschirm, bevor man ganz raus ist? Ja, eigentlich schon. Nein! Sollte die Tür nicht offen sein? Leute, Hilfe! Hilfe, Leute! Irgendwo ist ein Taser! Oh, ich geh schon! Oh, Alter! Oh, jetzt hat er mich! Was? Und oben tasert er runter. Alter, okay, dann müssen wir einen als Geisel nehmen. Ja, aber erstmal rein hier. Alter! Huh! Stress! Ab durch die Schleuse hier. Nicht wieder rumgeflutet. Nein, die Wände kommen näher. Wir befinden uns in diesem Müllcontainer aus Star Wars 4. Ursprünglich Episode 1. Ach, dann ist es ja einfach. Ja, stimmt. Brauchst du nur eben R2-D2 zu anrufen. Oh, da hinten ist ein Bulldozer. Ja, ja, dein Job. Bleibt hinterm Auto. Jetzt Pfeil und Bogen, das wäre schön. Hab ich getroffen? Nein. Okay. Hab ihn. Perfekt, Marco. Oh, mal die Schilde weg hier. Ja, das ist mein Job. Ja. Oder der Job für hier mit der Granate. Versuch mal einen als Geisel zu nehmen. Vielleicht? Okay, schade. Markus, ja, da so sind wir. Mit seinem Anzug. Hallo. Schild weg. Vorsicht, den hier. Ja. Warte mal. Nicht erschießen, oh, Leute. Ist tot. Aua, aua. Gerade ziemlich viel hier. Ja, lass mal in den schmalen Gang hier. Ja. Oh, nicht im Ernst. Danke. Alter. Boah, ey. Wo müssen wir hin? Nach oben hier. Nach oben hier, ja. Damn it. Scheiße. Friedhof. Ja. Komm hoch. Was müssen wir hier machen? Select the vault. Wir nehmen den hier. Hades. Ach, Alter. Nein! Lass mal weg von hier vorne. Lass mal nach da hinten ein bisschen. An der Wand. Dann sitzen wir hier nicht so offen. Oh, nach unten können wir es ausschalten. Toll. Unten? Ja, ich bleib mal unten. Okay. Alter! Ja, wir müssen gleich versuchen, nochmal einen irgendwie für Thomas, für seinen Wiedereinstieg wieder zu kriegen. Ja. Eben. Es bringt nichts, wenn ich das mache, weil ich hab die Fähigkeit nicht. Aber ich glaube, mit runterschreien kann man trotzdem, oder? Ja, das muss nur einer gelernt haben. Ich glaube, einer von uns kann das. Thomas! Ja. Ich sehe nichts mehr. Wo bin ich? Ich bin tot. Komm schon, die ergeben sich einfach nicht. Du bist, glaube ich, nicht so bedrohlich, oder, Marco? Ah, nicht ganz deiner, so. Aber eigentlich geht das trotzdem. Ich habe gerade durch Julians Beine hindurch jemanden erschossen. Oh, Alter, das geht doch wohl nicht. Nee, die kannst du nicht runterschreien. Die wollen nicht. Der Fehler... Da bin man angeschrien und er ist tot umgefallen. Gilt das auch? Wir müssen da hinten nehmen, dann das Mischpult, Thomas. Dammit. Sonst versuchen wir eine Leiche umzutauschen. Das merken die nicht. Ich geh mal ins Mischpult. Ja, ich geh mal ins Mischpult. Oh. Irgendjemand liegt? Friedhof liegt? Ja. Wurde zu Boden getätet. Oh, jetzt ich auch. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Ja, da oben. Der ist oben. Da oben im Fenster. Hol aber erstmal Friedhof. Dann liege ich aber auch gleich. Ja, Friedhof kriege ich schneller. Tötet am besten erstmal den Taser. Ja, ich sehe den nämlich nicht. Da möchte ich nicht mehr oben. Oh Gott! Alter! Ich glaub's nicht!
Der ist da oben in der Kommandozentrale. Ich hab keine Munition mehr. Ja, ich hab ihn. Obwohl, doch, jetzt hab ich keine Munition. Ich kann hier auch gleich was hinlegen. Ich kann mir auch selbst was hinlegen. Ich kann den. Ja, nicht zu viel. Nicht, dass wir jetzt alle hier hinlegen. Lass mal Frithjof erstmal hier oben legen. Alter. Alter, hier gibt sich auch einfach keiner. Wir müssen noch einen Volt starten. Ja. Ich habe noch einen gestartet. Mann, wir müssen irgendwie einen hier runterschreien. Das geht doch wohl nicht. Tja, irgendwie. Komm schon. Auf den Boden. Das interessiert ihn nicht mal. Hier, der die unten. Da gibt sich einer. Was? Da gibt sich einer. Ja, ja. Sehr schön. Er schießt ihn. Leben gern. So. Geht mal lieber von ihm weg. Jetzt beschützt. Ja, geht mal lieber hin. Kein Flammenwerfer-Einsatz hier. Hallo, die haben spontane Selbstentzündung. Ich habe da nichts mehr zu tun. Ja, natürlich. Ja, ist so. Ich kann da nichts hören. So, 9 Sekunden, dann können wir den letzten Volt starten. Oh, perfekt. Die müssten aber gleich auch fertig sein. Geklappt. Bin's froh, ich bin echt froh. Lass mal auf der anderen Seite hier den Ares nehmen. Nice. Ja, dann kann ich gleich umtauschen hier. Perfekt. Ja, Thomas ist wieder da. Mann mit dem Bogen ist wieder da. Der Mann mit dem Hoden? Bogen. Endlich wieder ein Hoden im. Kannst du hier mal eine Arzttasche platzieren vielleicht? Niemals. Da könnten wir uns schon mal dran bedienen. Nein. Ich lag glaube ich noch nicht, oder? Witzigerweise hätte ich die Geisel gerade auf ihrem Weglaufweg noch erschießen können. Ja, das wäre eigentlich ganz cool. Oh, Taser. Dammit, ich sehe nichts mehr. Alter, sieht aber sehr schick aus hier, muss ich schon sagen. Er springt mir ein Ziegenarsch ins Gesicht. Was? Ja, du fühlst dich angesprochen, das finde ich gut. Ich hab eine Ziegenmaske, Mensch. Wir haben's, oder? Keine Ahnung, haben wir's? Der ist gerade noch dabei, hier scheinbar. Eine Sekunde, fertig. Oder? Was? Oder waren immer noch nicht die richtigen? Ich weiß es nicht. Nee, wir müssen noch einen. Wir müssen war noch garantiert einen. Okay. Demeter. Ach übrigens, hier unten ist eine Arzttasche, die wir gekauft haben. Oh, tolle Karte. Da unten. Ja, dann bediene ich mich da dran mal. Vergeh dich mal da dran. Bevor die schlecht wird, ne? Ja, eben. Nix verkommen lass. Er schreit noch rum und weint. Irgendjemand, der bei Julians Barbecue brennt. Dabei ist. Könntet ihr eigentlich auch auf eurem Channel mal sehen? Julians Barbecue. Oh ja. Marco als Testesser. Oh, ja gerne. Obwohl, wenn Julian das gemacht hat. Hallo? Hast du was gegen mein Barbecue? Bisschen knusprig, aber ansonsten? So richtig schön schwarz knusprig, oder was? Ja. Mit so ein bisschen Krebs, oder? Aber nur ein bisschen. Aua. Mir hat runtergefallen. Ist ein Arbeiter. Okay. Ja, jemand mit diesem Taser. Jetzt haben wir wieder eine Geisel. Super. Ich sehe nichts. Aber schön, schön leise. Ist da noch jemand oben und macht da was mit den Vaults oder wartet ihr einfach bis... Ich bin auf dem Weg. Achso, ich dachte, das läuft noch. Nee. Sieht nicht so aus. Ich mach mal Ares an. Ja natürlich. Das sind wahrscheinlich die letzten beiden, die es gewesen wären. Immer. Ah, wir können hier auch über die Kamera schon in den Tresorraum gucken, sehe ich gerade. Okay. Können wir? Ja. Wieso haben wir das vorher nicht gemacht? Weil es unsinnig ist. Warte, vielleicht. Ja. Oh, egal. Oh, ich liebe meinen Bogen, ey. Meine Munition ist wieder voll. Nehmen wir es leer. Die ist super.
Das ist der einzige von uns, der Munitionstaschen nicht nötig hat. So. Einzige, was schade ist, dass ich halt nicht durchschildert. Oh, ich hab keine Munition. Oh, Taser. Hilfe. Oh, zwei gleich hier. Schafft ihr es? Sie? Alter. Was? Okay. Was? Was? Wer hat mich? Wo ist der? Was, wo ist der? Ich hab ihn. Wo kommen die alle her? Da unten? Ja. Das ist ganz bestimmt wieder versteckt. Ich hoffe, mein Spiel ist nicht zu laut. Das fällt dir früh auf. Ja! Sagen wir so, aber ich höre euch ja ganz normal. Ich wünschte, das Sound ist ja so 1 zu 1, oder? Eigentlich schon. Wieder ein Taser. Alter, was ist denn los hier, bitte? Meine Güte. Alter, hört er auch mal auf zu schreien? Ja. So, der letzte ist jetzt im Progress. Alles klar. Nee, vielleicht zwischendurch irgendwie nach dem... Ach, wir haben ja eine Karte, da können wir ja sogar gucken, wo wir hin müssen, um das... Oh Gott. Haben wir? Ja. Wir sollten die Tresore looten, die da auf der Karte auch. Ah, toll. Na gut, jetzt haben wir sie schon mal alle offen. Ja. Oh Mann. Ach so. Wir sollten vielleicht zwischendurch mal aufpassen, was... Also ich gehe schon mal bei Hades rein. Ja, ich komme mit. Okay, Ares ist leer. Oh, eine Granate! Vorsicht, trennen! Friedhof, raus! Oh, fuck. Vorsicht, Friedhof! Entschärfen. Sehr gut, Friedhof. Oder ist noch eine Geisel? Hier ist nichts drin? Ein Prototyp war da drin. Oh. Drüben im anderen Vault ist noch was drin. And they will be lifted to me. Ich krieg nichts mehr, wa? Nein. Wie viele müssen wir kriegen? Ich habe keine Ahnung. Zwei Sachen. Aber wir müssen zwei Vaults noch. Welche haben zwei wir denn Vaults, jetzt noch nicht geöffnet? Karte sagt... Achso. Ja, da stehen wir gerade vor hier. Hier warten allen anderen schon drin. Ares, wart ihr schon drin? Marco braucht... Marco hat Blowtorch. Marco kann aufmachen. Marco hat Blowtorch? Marco hat Blowtorch. Stimmt, wo hast du die Blowtorch her? Von Thomas. Vielleicht, weil Thomas gestorben ist. Ah. Da hat Thomas ihm Blowtorch verpasst. Okay. Oh, Feuer aus meinem Schritt. Nur wieder so einer. Feuer aus der Hose. Oh, Feuer in der Hose! Ich nehm das. Was ist das? Flashbang! Wir können es rausbringen, das Loot. Aber wir können, glaube ich, auch noch mehr nehmen. Send up the loot. Aber ich habe bis jetzt in den anderen nichts gefunden mehr. Da war nichts. In dem einen war doch so eine Uhr oder sowas. Echt? Ja. Ja, in Kronos. Kronos hier, ja. Ja, kann man mitnehmen. Ja, ich nehme ihn. Oder, wow, was ist denn das? Oh, shit. Dann die Asche von irgendeinem Präsidenten oder so. Ja, nehme ich mit. Lost Artifact. Okay. Büster, er sagt auch, er hat keine Ahnung, was es ist, aber da es aussieht wie ein Penis, werden Leute dafür Geld bezahlen. Alter. Oben auf der Tribüne ist ein Taser. Ah, da ist auch wieder einer. Die müssen unbedingt mal ändern, dass man vom Bogen nicht durch so ein scheiß Gelände durchschießen kann. Und nicht durch die Zwischenräume. Okay. Das ist halt ätzend. Kann man nicht, oder? Kann man nicht durchschießen? Nee, durchs Gelände, auch nicht zwischen die Zwischenräume. Bleibt der Pfeil stecken, oder? Nee, der bleibt einfach ab. So. Ja, vielleicht also, triffst du einfach alles. Nicht so gut. Ich treffe alles, was ich treffen will. So. Okay, eins ist oben.
diese FBI-Macker, die mit dem fetten Panzer, die kann man dann nur durch einen Headshot töten. Oh, das ist mein Gang. Hier bleibe ich stehen. Okay, soll ich die Muni hinlegen? Also meint es auch. Sicher, dass wir alles haben? Meinen haben wir noch nicht. Ich hab noch das Penis-Artefakt. Richtig, dann mal hoch damit. Hoch mit dem Penis. Hat er einen hochgekriegt. Aber nur mit Hilfsmitteln. Waren die auch blau? Ich glaube, jetzt können wir raus. Ja, wir konnten eben schon raus. Ja, aber jetzt haben wir alles. Haha, und raus mit uns! Ja, vermeintlich. At a time, up the zip line, please. And it's a one-way trip. But what a trip, yes, that's right. All of you, up the shaft. Hä? Fehlt noch was? Achso, ranhängen. Hui! Ah! Hui! Ich fahr schon mal vor. Ich komm mit. Ich bin eingedingst. Verdammt. Eingedingst. Wieso kann ich mich nirgendwo anhängen? Ich muss jetzt noch weiter. Kann mich nicht anhängen. Wieso? Ich komm die erstmal wieder runter. Ah, okay. Tschüss, Thomas. Ich muss eine Tasche tragen, um mich aufzuhängen. Ich hab keine Tasche. Toll. Nein, das Ding kommt gleich wieder runter. Nein, das funktioniert nicht. Doch, da kommt noch ein anderes runter. Wer ist das denn? Man weiß es nicht. Oh, hier sind zwei Pakete. Das war aber ganz schön knapp, ey. Alter Schwede. Was denn? Thomas. Was? Achso, was? Ja, ich hab noch volles Leben genommen. Oh. Alles klar. Und ich hab auch keine Muni mehr. Haben wir es? Ja, ich glaube, wir müssen noch hier hin, oder? Ah! Oh! Impressive Array. Okay. Kommt jetzt noch was? Wir müssen jetzt noch so Zeugs Radar-Equipment zerstören. Ernsthaft? Ja, weil die uns sonst verfolgen können. Okay. Ja, hier Munition mitnehmen. Hey. Ach, das Muni drin, geil. So was müsst ihr mal platzieren, so ein Riesending. Wir haben C4 drin. War noch einer Muni? Ernsthaft? Ja, okay, dann setz ich mich hin und warte, bis die Gegner schon. Da drin ist doch eine Riesenkiste voller Muni, haben wir gesagt. Wo? Oh. Oh. Ah. Cool, jetzt Munition, brauch ich noch was? Lass uns mal ranschleichen. Ranschleichen, wo die uns schon alle im Visier haben. Ich glaube nicht ranschleichen hier am Bogen. Ich mach die Scharfschützen. Alles klar. Oh, hier gibt's auch noch eine Arzttasche. Warum schreien die eigentlich so immer? Keine Ahnung, ich höre nichts. Die hören laut Musik. Ja. Vielleicht sind die auch im Trip, man weiß es nicht. Oh. Alles klar, ich bring hier mal was an die Radarschüssel an. Ja, bring mal was in die Schüssel. Oh, drei Stück. Drei Sachen müssen wir zerstören. Bewege ich mich zu Thomas. Wo seid ihr? Was macht ihr? Achso. Thomas lebt und ich. Schaffst du das? Ja, ich glaube. Nicht. Scheiße, ich mach das. Komm mit. Könnt ihr hier nicht hochschreiben? Nee. Nein. Nee. Okay. Mir fehlt C4? Willst du mich verarschen? Ja, da hinten ist noch welches. Nein, du darfst deins nicht benutzen. Guck mal, ich habe 6 6 C4 dabei. Passt jemand auf die Tasche auf da hinten? Oh. Ah, hast meine Pistolenmuni schon wieder leer. Das kann doch nicht wahr sein. So, ich habe auch C4 dabei. Ich bin so aus der Atem. Aus der Puste. Aus der Atem. Ich bin aus der Atem.
Wo liegt denn das? In Nordrhein-Westfalen. Au, wo ist der Taser? Oh, der ist wieder hier, irgendwo hinter einer Kiste. Scheiße. Hab dich. Nice, danke. Alles gut. Wo ist meine Tasche? Da hinten. Oh, ist das laut gerade hier drin. Alter! Diese Schreie klingen ja schon ein bisschen gemein. Oh, ich hasse Flashbang. Verdammt, ich bin tot. Was? Was? Ganz? Ja. Ihr werdet lachen, wenn ich euch sage, dass ich durchs Runterfallen gestorben bin, aber... ja. Dann lasst mal raus, Leute. Nehmt ihr meine Tasche noch mit? Ja. Oh, da rennt gerade einer damit weg. Cool. Oh, ich hab noch Gold gefunden, Leute. Scheiße, ich hab noch Gold. Scheiße, ich hol mir mal eben die Tasche da hinten. Ja. Oh, Glocker! Oh, zwei Glocker! Scheiße! Thomas, ich mach das. Sollst du die mal reinbringen? Ja, bring du die mal eben schon rein, die Taschen. Schaffst du das, Marco? Ja, ich hab's hier. Perfekt. Die Glocker sind zum Glück an mir vorbeigesprungen. Ich hab Angst, Respekt. 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 Respekt, Respekt. Oh, willst du mich verarschen? Der hat keinen Treibstoff mehr, der Heli. Oh, nee. Das? Alter. Immer dasselbe mit dem... So. Oh, mal Marco. Der Pfeil war gerade unterwegs. Ninja Motherfucker! Ich hab schon wieder keine Muni mehr. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Ich sehe schon wieder nichts mehr. Burn, baby, burn. Können wir rein? Nee, du musst noch laden. Wo ist der Taser? Alter! Boah, ey. Geh mal hinter den Flieger sonst. Da hinter den Heli. Was machst du da, Thomas? Guck in den Himmel. Willst du die Vögel abschießen? Er kann auch die Leute abschießen, die da hinter ihm auf diesen... an diesem wunderschönen Sonnenaufgang langrennen und versuchen ihn zu erschießen. Aber nein, wer zu einfach. Vögel erschießen. Alter, hat der das denn bald? Bin gleich mal fertig. Hallo Morty, bist du gleich fertig? Warte mal, Feuer unter Marsch. Den Tank ganz voll machen. Warte mal, Feuer unter Marsch. Doch keine Muni mehr, was können wir los? Holt F to repair the people. Repair? Ja, ich muss nur reparieren, das kann wohl nicht. Ja, ich mach mal mit. Okay. Ah, okay. Ah, okay, muss ich Stuhl aus. Ja, komm mal rein hier, komm mal rein hier, Leute. Alles klar. Oh, ja, Alter. Ja, da sind ja auch nicht viele Gegner, die auf mir kommen. Ich wollte gerade sagen, aber wir sitzen auch ziemlich gut. Was ist das denn? Was ist das denn? Optimale Deckung. Beine baumeln lassen. Bei mir hat sich gerade die Kamera im Kreis gedreht, aber egal. Also wahrscheinlich abgestürzt. Oh, was eine Mission, Alter. Aber so viel Geld hat die gar nicht gebracht, oder? Doch, na geht, nee. Geht. Naja, ist okay. Ja, dafür, dass sie so lange gedauert hat. Aber Erfahrung. Erfahrung hat sie gut gebracht. So lange war die doch nicht. Nö. Ja gut, wir haben die halt das erste Mal gespielt, ne? Ja, aber ist nicht schlecht. Also die war gar nicht so unwitzig. Die war gut. Wir hätten es auch früher schneiden können mit den Tresoren. Ja, das stimmt. Wenn von uns mal irgendwer aufpasst. Nein. Wäre zu einfach. Das wäre ja, zu einfach. Sehr zu einfach. Jetzt nochmal das Glück der Karten herausfordern. Ah, na.
Nur ein Safe. Oh. Marco hat ein Safe. Achso, ja gut, ein Safe. Was war das denn für ein Geräusch? Patofa. Ich hab eine Haare. Der lange Lauf für das UAR-Gewehr. Richtig cool. Der fehlt dir noch, ne? Umso länger der Lauf, umso besser. Oh, sehr geil. Super. Das war doch mal richtig gut. Dann würde ich sagen, ja, wir machen beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin gibt es Störgeräusche von Thomas. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.